Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal über ein neues Freifunkprojekt sprechen und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst mal die Frage, was ist denn eigentlich Freifunk? Für alle, die es noch nicht wissen und die letzten Videos dazu nicht gesehen haben, die ich auch nochmal hier und oder hier verlinke, der Gedanke von Freifunk ist eigentlich ein freies, anonymes Internet unabhängig von jeglichen Unternehmen zu machen. Wir haben so viele Konzerne wie die Telekom, 1&1 und so weiter, die es quasi privatisieren und man muss dafür bezahlen, eine eigene Internetleitung zu haben. Und das möchten die eben umgehen, indem quasi der utopische Gedanke, jeder hat einen Freifunkrouter und dadurch kann sich alles miteinander verbinden und dann brauchst du kein Internet mehr faktisch, weil du hast ja dann quasi dieses Freifunk-Internet. Und das ist der eigentliche Gedanke dahinter, dass eben man von diesem Unternehmen weggeht. So, und um das zu machbar zu machen, weil du kannst ja jetzt nicht auf einmal das aufbauen, das wäre ja technisch unmöglich, hat man halt gesagt, okay, die Strecken, die wir nicht überbrücken können aktuell, weil wir die Infrastruktur einfach nicht haben, die überbrücken wir dadurch, da wir ja keine Kabel legen können, dass man das DSL, also das Internet zu Hause nimmt, darüber den Traffic schickt, verschlüsselt natürlich, damit er eben nicht gelesen werden kann und dann eine direkte Verbindung zum quasi nächsten Router aufbaut und dadurch eben ein Netz schafft. Ja, das funktioniert über Communities. Ein gesamtes Freifunk gibt es. Die einzelnen Communities stellen eigene Server, die sich wieder miteinander verbinden. Und da zu den Servern verbinden sich die Router mit einem VPN-Tunnel. So, das Ganze sendet ein freies WLAN aus, eben das Freifunk. Und das Besondere für die Benutzer ist, dass sie sich mit dem WLAN einfach verbinden können, ohne Anmeldeseite, ohne Kosten, ohne alles, mit der maximalen Geschwindigkeit, die entweder derjenige, der das betreibt, festgelegt hat vorher, um es zu beschränken, oder eben allem, was das Internet gerade zu bieten hat. Ja, das ist so der Gedanke von Freifunk. Kurz zusammengefasst. Die Frage natürlich, die sich hierbei stellt, wir haben hier in unserer Community, beziehungsweise wir haben hier eine Community, die auch ein Freifunk zur Verfügung stellt, warum jetzt überhaupt ein neues? Die Community hier aktuell hat ein riesiges Problem und zwar funktioniert die nicht mehr vernünftig. Es gibt Personalmangel und dementsprechend werden E-Mails nicht mehr richtig beantwortet und ja, das Ganze ist eben etwas bröckelig. Dementsprechend habe ich mir überlegt, eine eigene Community aufzumachen und das einfach aus dem Grunde, dass ich jemanden kenne und zwar den Felix von MyFunkoLife. Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und der hat eine sehr, sehr aktive Community in Haßfurt und mit denen zusammen könnte ich dann eine Kooperation machen quasi, also eine Verbindung von meinem Community-Server zu dem Freifunk-Server von Ihnen. Deswegen muss ich aber auch deren Infrastruktur nutzen und dementsprechend auch eine neue Community aufmachen, was eben dann der Plan ist. So, bei der Kollaboration mit Haßfurt, wie gesagt, wird es eine Verbindung zu denen geben und ich glaube, dass das Ganze ein sehr, sehr spannendes Projekt wird, da ich persönlich selber noch nicht den Megaplan davon habe, also mich auch sehr in das Freifunk-Thema erstmal reinfuchsen muss auf der technischen Ebene, mit eigenem Server aufbauen, eigene Router einrichten, sodass ich die eigenen Router dann auch mit einer eigenen Freifunk-Firmware mit meinem Server verbinden und so weiter. Ich habe dafür schon ein eigenes Equipment bestellt, das ist gerade unterwegs und kommt demnächst an. Der Server ist auch schon gemietet und bereit. Das seht ihr auf jeden Fall dann in den kommenden Videos. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Ideen oder so habt dafür, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.